Es gibt ein düsteres Geheimnis zwischen einer Prophezeiung von Nostradamus und dem Papst. Dieses Geheimnis werden wir heute zusammen uns anschauen und ich bin schon sehr gespannt, was du da dazu sagst. Nostradamus ist ja bekannt als ein großer Prophezeier. Manche sagen auch, er wäre Astrologe und auf jeden Fall hat er in Frankreich gelebt und für jedes Jahr bestimmte Voraussagen gemacht. Und diese werden wir uns heute anschauen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerijana Kardinal und ich habe dieses schöne Buch geschrieben, Das kosmische Wissen von den Plejaden. Wer sich dafür interessiert, darf unter dem Video auf den Link klicken. Ich klicke es mal hierher. Ja, jetzt kommen wir zu Nostradamus. Also er ist ja eigentlich bekannt als ein Schwarzseher. Er hat eigentlich, wenn ich das so betrachte, nur negative Dinge vorhergesagt. So auch für letztes Jahr und so auch für dieses Jahr. Wenn wir gucken, dass die Weissagungen aus dem 16. Jahrhundert stammen und er damals auch schon Napoleon, Hitler und sogar den 11. September prophezeit hat, kann das schon ein bisschen stutzig machen. Man sagt aber auch, dass jetzt nicht alle Vorhersagen treffen, sondern vielleicht die Hälfte. Also du kannst gespannt sein, was ich herausgefunden habe. Es geht in erster Linie um das Geheimnis mit dem Papst. Wenn wir jetzt noch mal gucken, was Nostradamus für dieses Jahr vorausgesagt hat, es ist also er hat den Ausbruch des Dritten Weltkrieges vorausgesagt, könnte man deuten, aber man könnte es auch nicht so deuten. Der Wortlaut war 7 Monate, der große Krieg, tote Menschen durch böse Taten. Gut, 7 Monate, diese Zeit ist schon längst überschritten mit dem Krieg in der Ukraine, könnte also auch nicht zutreffen. Es war einfach eine schwierige Situation, die er gesehen hatte, möglicherweise. Er spricht aber auch dabei von Begrabenen, die aus Bunkern und Verstecken wieder an die Oberfläche kommen. Das ist wieder so eine Sache, die man so oder so deuten kann. Manche sprechen von Atomkrieg, manche können gar nichts jetzt anfangen mit dieser Voraussage. Ich überlasse es euch, nachdem jetzt 7 Monate der große Krieg schon längst vorbei sind, diese 7 Monate, könnte man auch den Schluss daraus ziehen, dass der Krieg nicht mehr kommt für Europa. Ja, er hat dann auch noch gesagt, dass in diesem Jahr große wirtschaftliche Turbulenzen auftreten, dass eine sehr große Wirtschaftskrise folgen wird. Da könnte er schon zum Teil richtig liegen. Wir sind ja in der Krise, das wissen wir alle. Die Not soll groß werden und er sagt sogar voraus, dass die Menschen zum Kannibalismus neigen würden und dann sich irgendwie gegenseitig auffressen würden. Also das ist schon auch sehr unscheinbar, finde ich jedenfalls. Bin gespannt, was ihr davon haltet. Also wie gesagt, es ist ungefähr 50% von dem, was er voraussagt, okay, und das andere nicht. Ja, und jetzt kommen wir zu dem großen Geheimnis und den Dingen, die ich herausgefunden habe, ihr Lieben. Der Nostradamus hat ja vorausgesagt, dass 2023 ein neuer böser Papst kommen würde. Ein Bösewicht hat er das so beschrieben. Jetzt wissen wir, dass der emeritierte Papst Benedikt der 16. im Dezember am 31.12. gestorben ist. Und das ist ja jetzt noch gar nicht lange her. Also hört sich das schon so ein bisschen wahr an. Er wurde 95 Jahre alt und hatte, und das ist ein Punkt, den wir uns anschauen sollten, am 13.12.2013 auf sein Amt verzichtet. Und da kommt meine Frage, hat das was mit den Prophezeiungen von Nostradamus zu tun vielleicht? Also ab diesem Zeitpunkt hatten wir dann auch noch zwei Päpste sozusagen.
Ja, wir hatten, das gab es vorher noch nie, einmal der amtierende und der emeritierte Papst, also diese beiden. Und der Papst Franziskus soll kommendes Jahr zurücktreten. Das ist eine Prophezeiung. Und an seiner Stelle soll ein sehr bedrohlicher neuer Führer kommen. Ein bedrohlicher für die katholische Kirche, sagt unser Nostradamus. Jetzt sagt er auch noch, es würde ein Antichrist kommen. Und da wird es jetzt gleich ganz spannend, denn es gibt etwas, was ich euch jetzt unbedingt zeigen möchte. Da dazu muss ich gerade mal hier umschalten. So, und zwar seht euch das mal an, was hier in diesem Video, was hier darüber gesagt wird. Zu Papst Franziskus gehen, dann sehen wir, dass er ein sonderliches Kreuz um den Hals hat und das war auch sein jesuitisches Kreuz, welches er nicht abgelegt hat. Und hier auf diesem Kreuz ist Christus abgebildet als guter Hirte mit dem Heiligen Geist über seinem Haupt. Der Heilige Geist hier ist in der Form von der Göttin Juno und der Christus hat die Arme gekreuzt. Und das ist das berühmte X, so wie der Gott Osiris es hatte. Also das ist nicht Jesus Christus, den er hier um den Hals hat, sondern das ist der Gott Osiris oder Luzifer. So, und das passt ja jetzt wirklich direkt zusammen mit der Prophezeiung von Nostradamus. Also, wir sehen hier den Papst Franziskus mit seiner Kette, mit seinem Anhänger. Und wir sehen tatsächlich, wie es hier gezeigt wurde, die verkreuzten Arme. Und die finden wir auch hier an diesem Zeichen. Und das ist das Zeichen der Satanisten sozusagen. Jetzt frage ich euch, ihr Lieben, was sagt uns das? Kann es sein, dass man das gewusst hat und dass deswegen der Benediktus zurückgetreten ist, dass er gezwungen wurde, zurückzutreten, um schon diesen Franziskus, der ja hier in diesem Video eine Verbindung zu Luzifer trägt. So wird es hier dargestellt. Und kann es sein, dass da schon dieser Einfluss so stark war, dass die Kirche darauf reagiert hat? Und es geht noch weiter. Jetzt ist das nur Schikane, oder? Wie steht das? Er ist der satanische Meter von Benedikt. Benedikt hat auf seinem Haupt gesetzt diesen Bischofshut. Und auf diesem Bischofshut ist der Gott Pan abgebildet mit der Panflöte. Gute Frage. Wer ist dieser Papst? Sind da jetzt beide Päpste schon involviert in dieses satanistische, in dieses Antichristen, in diese Voraussage von Nostradamus? Kann das sein? Also es ist die Zeichen oder was da hier in diesem Film gesagt wird, die könnte man auf jeden Fall so deuten. Und wenn man guckt, findet man diese Zeichen, diese Kreuze findet man überall. Und möglicherweise stimmt das, was hier gesagt wird. Möglicherweise sollten wir aufpassen, was jetzt in der katholischen Kirche dieses Jahr vor sich geht. Wenn ein neuer Papst gewählt wird, sollten wir schauen. Oder wir sollten besonders den aktuellen Franziskus betrachten, was da jetzt geschieht. Haben beide Päpste zusammengearbeitet, schon im Sinne des Antichristen? Oder war es nur einer von ihnen? Wurde der Benedikt vielleicht unterdrückt, weil er ist ja zurückgetreten? Wurde er gezwungen zurückzutreten? Also damals gab es ja diesen großen Fall des Missbrauchs, der ist ja durch die Presse rauf und runter gegangen und da hat er wirklich nicht sehr gut reagiert. Er hat also eigentlich sich schuldig gemacht mit seinem Verhalten.
Aber ob das wirklich der Grund für den Rücktritt war, vielleicht war das nur ein zufälliges Geschehen, was das leichter machte. Das kann auch möglich sein. Ich bin so gespannt, was ihr jetzt dazu zu sagen habt, ihr Lieben. Und wir dürfen aufpassen, was jetzt dieses Jahr geschieht und ja, ob jetzt sich nochmal was ändert in der katholischen Kirche, ob ein neuer Papst gewählt wird, das werden wir sehen. Und ob dann tatsächlich diese Voraussage von Nostradamus stimmt, das werden wir dann feststellen. Weil meistens stellt man erst hinterher fest, ob diese Prophezeiung richtig war oder nicht. Ja, also wir haben was zu denken jetzt, ihr Lieben. Angst brauchen wir nicht zu haben, denn jeder, der in seiner Mitte ist und im festen Glauben an Gott sein Leben organisiert hat, dem wird nichts passieren. Das sind die Worte, die ich immer wieder höre, wenn ich zum Beispiel bete. Und das ist für mich ausschlaggebend. Und von daher kann, egal was im Außen geschieht, kann noch so viel geschehen, der Glaube und die Verbindung zu Gott gibt Schutz, Liebe und Halt. Das sind die Worte, die ich euch gerne mitgeben möchte. Und das Negative wird sowieso untergehen, das wissen wir. Denn es ist das Zeitalter der Wandlung, in dem wir uns befinden. Und da geschehen eben viele Dinge, die zum Teil schrecklich sind. Aber es geschehen auch sehr viele schöne Dinge, die wundervoll sind. Denn in diesem Jahr werden noch ganz viele Menschen aufwachen. Und das wisst ihr, das wissen wir alle. Und darauf freue ich mich so sehr. Ja, und jetzt denke ich, könnten wir doch zusammen beten, einfach um ja unsere Verbindung zu Gott zu stärken und uns überhaupt unser Leben auszurichten auf die Liebe, auf den Schutz, auf eine Gemeinsamkeit, auf eine große, lichtvolle Gemeinschaft, welche bereit ist, die Erde in die neue Ebene hineinzutragen. Und so werde ich nun euch bitten, wer möchte, mit mir zu beten. Und ihr werdet auch Zeit haben, für euch selbst nochmal ein paar Worte direkt zu Gott zu richten. Und was das Schöne ist an so einem Gebet, dass sich da eine ganz hohe Energie aufbaut und sie steigt schon an und wir zusammen in dieser Energie die Nähe Gottes noch viel intensiver spüren. Und so begrüße ich jeden Einzelnen heute zu diesem Gebet. Ich lade jeden Einzelnen ein, sich in die Worte der Liebe fallen zu lassen und die Worte, die gesprochen werden, nach Belieben auch mit der inneren Stimme zu sprechen und dann, wenn die Zeit kommt, selbst die eigenen Worte noch hinzuzufügen. Und so nehmen wir einen tiefen Atemzug der Liebe und dehnen uns mit dieser Liebe aus. Und so richten wir unseren Fokus auf die Liebe Gottes. Und so sprich nun, wenn du magst, diese Worte nach. Lieber Gott, ich danke dir für deine Nähe, für deinen Schutz und deine Liebe. Ich danke dir so sehr, dass ich jetzt in diesem Moment auf der Erde bin. Und ich danke dir so sehr für das Licht, was du ausstrahlst und das Licht, welches du uns schenkst, damit wir unseren Weg erkennen. Ich danke dir so sehr, dass du dich kümmerst um die Menschen, die in Not sind, um die Menschen, die krank sind. Und ich danke dir für alles, was du tust. Und so bitte ich dich jetzt,
Gib uns Kraft und Stärke, damit wir das Gute auf der Erde stärken können. Gib uns den Schutz, den göttlichen Schutz, immer den richtigen Weg zu erkennen und in der großen Gemeinschaft der liebenden, lichtvollen Herzensmenschen unsere Kraft zu vereinen. Lieber Gott, wir vertrauen dir sehr. Ich vertraue dir sehr und ich weiß, dass meine Liebe zu dir immer bestehen wird. Und wenn du magst, lieber Mensch, der du mit mir zusammen das Gebet sprichst, darfst du nun deine eigenen Worte sprechen. Und so danke ich dir, lieber Mensch, der du diese Worte gesprochen hast. Und ich danke dir, lieber Gott, dass du zugehört hast und bei uns bist. Und ich bitte um den Segen des Lichtes für uns alle. Amen. Und wir kommen wieder in das Hier und Jetzt zurück, bewegen Hände und Füße und sind auch wieder ganz da. Ich danke dir sehr für diese Minuten der inneren Einkehr, der kraftgebenden Energie, die wir genießen durften. Und ich freue mich auf dich zum nächsten Video. Wenn dir das gefallen hat, was wir heute gemacht haben und du immer wieder solche wichtigen Botschaften bekommen möchtest, dann darfst du meinen Kanal gerne abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Alles Liebe, bis bald.